Der Derafin ist König jetzt, doch warum wirkt er so gehetzt? Jetzt wird Zeit, Schluss mit Rasten. Es gibt viel zu tun, die Bewohner zu entlasten. Hallo und herzlich willkommen bei meiner kleinen Let's Play-Reihe zum Minecraft-Mod Tale of Kingdoms. Ja, es ist schon viel getan. Ich habe schon ein ganz tolles Königreich und ich habe mir für heute vorgenommen, genau, die Brücke zu bauen. Die Brücke, was habe ich denn jetzt schon? Ich habe eine Menge Cobblestone, den gebe ich lieber ab, eine Menge Dirt, das brauche ich nicht. Achso, haha, da fällt mir gerade ein. Vielleicht hat es der ein oder andere schon ein bisschen mitbekommen. Es ist eigentlich schwer nicht zu bemerken, weil ich ja eigentlich so ein absoluter Verfechter von Default Skin von Minecraft bin. Und dass mein Minecraft so anders aussieht heute. Ja, ihr habt mich überzeugt. Okay, ich spiele ab jetzt mit Texture Pack. Ja, weil ich finde das hier ziemlich schön, muss ich sagen. Es ist endlich mal, ich habe noch mal ein bisschen gesucht und geguckt, was es so gibt. Und ich muss sagen, es ist endlich mal ein Texture Pack, wo ich mir sage, ja, doch, gefällt mir sehr gut. Und während ich, hier Stone Bricks. Ich wollte Stone Bricks nämlich kaufen. Ein paar Stone Bricks. Ich war heute noch gar nicht an der Börse, hey. Ich war heute noch gar nicht an der Börse. Das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, ich kaufe noch 30. 32, meine ich. Da. 1, 2. Waren das jetzt 2? Hat er jetzt 2? Natürlich nicht. Ach, Menno. Ach, klick, 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 klick. So, her damit. Dankeschön. So, jetzt aber, ich würde sagen, ich muss nochmal schnell an die Börse. Ich komme nicht ohne aus. Und ich habe vergessen, was zu gucken. Ja, ich brauche Zäune. Gibt's sie im Blockshop? Hm. Wer weiß das schon? Ich im Moment zumindest nicht. Aber ich kann hier bei diesem Laden hier vorne nochmal schnell vorbeischauen. Weil der hat ja auch so dies und das, ob ich hier irgendwo Zäune entdecke, aber irgendwie sieht das Ganze nicht so aus. Es sei denn, ich habe es in der Eile übersehen, aber was soll's. Ist ja auch erstmal nicht ganz so elementar. Ich schaue trotzdem nochmal ganz schnell im Blockshop. Gucken wir noch mal rein. Zumindest hätte der Wood. Haha, ist die Frage. Sind das Wooden Planks? Das ist. Aber hier noch mal weiter geguckt. Das ist aber Leiter. Sehr gut. Direkt mal einen Stack in die Tasche geholt, so, und dann kann es jetzt auch losgehen, endlich. Aber Beeilung jetzt hier. Dauert ja ewig. Hier, den Crafting Table kann ich mal noch schnell nutzen, um mir aus den Stone Bricks direkt mal ein paar Treppen noch zu machen. Allzu viele brauche ich davon nicht, so, das muss reichen. Beziehungsweise, das muss jetzt dann auch noch. Mein Inventar ist so voll. Es wird Zeit, dass ich die Brücke darüber bekomme. Ich werde jetzt einfach mal ein Loch in die Burgmauer reinknüppeln und schauen, wo ich rauskomme. Ob das da dann schon die passende Stelle ist. Tut mir natürlich leid für mein Königreich, dass ich hier die Verteidigung schwächen muss. Und wenn der von mir befürchtete. Aha. Oh, ein Zwischengang. Licht, viel Licht. Achso, dass die dick aussieht. Das macht ja Sinn. Aber wenn der von mir prophezeite Angriff des neidischen Gildenmeisters kommt. Nee. Ja, irgendwie nicht. Ich fände das, obwohl. Hier mal einmal so. So. Na, dann passt das doch schon. Läuft doch. Läuft doch. Also.
Wie fange ich denn am besten an? Einfach mal hier ein bisschen von ran klatschen. Ja, das passt. Und erstmal zumindest eine Grundlage, ne? Hab zwar noch keine Ahnung. Ich habe zwar vielleicht schon eine vage Idee gehabt, wie ich es machen würde, wenn ich einmal so, sage ich mal, gerade rüber gebaut hätte. Aber ja, irgendwie ist das ja jetzt nicht so gerade, wie man sieht. Das ist schräg. Unschwer zu erkennen. Man mag es kaum glauben, aber ist wirklich so. Jetzt krame ich mal noch schnell die hier raus. Dann kann es damit nämlich weitergehen. Mache ich hier mal noch so einen kleinen Aufgang direkt, dass ich hier dann hochkomme zu meinem Schloss. Wird aber erstmal, ey, es ist aber Herr König Dera. Ich hoffe, das ist nur provisorisch. Das ist ja, naja. Ja, das wird provisorisch. Das ist erstmal provisorisch. Ich muss ja erstmal irgendwie. Irgendwie muss man ja anfangen. Mensch. Ach nee, das war jetzt. Der war ja nur Deko, also so. Hier kann eigentlich normaler Dreck rein. Oh ja, ich muss schnell dann zu meiner Kiste als nächstes. Dieser ganze Dreck. Ich weiß nicht, wann ich ihn noch brauche, aber ich hoffe ja, dass bis hierhin wirklich nichts expandiert und ich hier jetzt wirklich in Ruhe und Glückseligkeit mein Zeug bunkern kann, was ich gerade nicht mehr brauche. Ah, das ist. Ah, Rotten Flesh, okay. Ja, das ist immer so die Sache, wenn man, weiß ich nicht, ob das nur jetzt daran liegt, dass ich allgemein so wenig Texture Packs nutze oder genutzt habe bisher. Oder ob es daran liegt, allgemein immer so ist, wenn man einen Texture Pack neu nutzt, anfängt zu nutzen. Irgendwie sieht alles so ungewohnt aus und man muss bei jedem Gegenstand nochmal gucken, was ist denn das jetzt? Ist denn das jetzt überhaupt das, was ich wollte? Vielleicht. Ja, nein, vielleicht. So, das passt erstmal so. Und jetzt muss das Ganze hier noch irgendwie schöner werden. Also, es wird auf jeden Fall breiter. So, ein bisschen breiter. Zack, zack, zack. Ratzfatz gemacht. Genau. Ah ja, dann kann es hier so ein bisschen, dann kann hier die Wand so ein bisschen schick mit. Nee. So nicht. So ist nicht schick. So irgendwie dann und so weiter. ja. Genau. Und so weiter vor allem. Na, dann mache ich hier aber auch noch einen breiter. So. Dann kann hier auch noch zu. Und zack, 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 zack. So. So. Genau. Sehr schön. Dann kann ich hier ja ganz elegant einen Weg anfangen lassen. Dann kommt erstmal der Krempel hier weg. Und dann starte ich hier. Nein, die zwei kommen auch noch weg. Hinfort mit euch und dann geht's. Mit Regen wollte ich nicht, dass es losgeht. Oh, hier ist die Schneefallgrenze. Also ziemlich genau, würde ich sagen. So ziemlich genau. Aber ist ja schön, das Wetter zu sehen. Der Schnee sieht hier auch schön aus. Nicht ganz so Schnee. Der sieht so sanft aus. Hui, sanft. Ja. Oh, jetzt schneit es mir hier meine Brücke zu. Hallo, ich bin noch nicht fertig. Ich will hier jetzt Zäune drauf machen. Es ist. Hallo. Kann ich dann mal bitte meiner Arbeit nachgehen? So, irgendwie, keine Ahnung. Ah! Die sehen ja cool aus. Wo ist er hin? Da. Cool. Ja, die gefallen mir. Ah, das hat ja Knockback. Da war ich ja eigentlich der Meinung, dass das gar nicht mal so schlau ist. Aber die Skelettbogenschützen sehen schick aus mit dem Texture Pack. Doch, das gefällt mir von Minute zu Minute, würde ich schon fast sagen. Immer mehr. Doch, ja. Das behalte ich. Ups. Zumindest für Tale of Kingdoms.
Für mein anderes Let's Play, wo ich die Tage sicherlich auch mal wieder was aufnehmen werde, Zauberei und Maschinen, habe ich auch schon so eine vage Idee, wo die Reise hingeht. Was Texture Pack angeht, da werde ich nicht dieses hier nutzen. Ich wollte es irgendwie so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht themenbezogen sagen, was hat das mit Königreich zu tun? Es sieht halt einfach in meinen Augen schick aus, aber ja, ich wollte schon. Es ist irgendwie komisch. Ich muss mir hier noch was überlegen. Aber ich habe zumindest erstmal einen zweckmäßigen Übergang. Genau. Erstmal Ressourcen abholen gehen. So, ach so, ja, genau. Wo ich gerade eben bei war. Let's Play-Reihe. Texture Pack. Genau, toll. Ja, da habe ich schon was so im Kopf für Zauberei und Maschinen. Genau. Ein weiteres Texture Pack, ein anderes, weil das passt dann wirklich ganz, ganz toll dazu. Und ja, das wäre dann ganz wunderbar, wenn ihr auch eure Meinung zu den Texture Packs jeweils kundtut, wie ihr das hier zum Beispiel so findet, weil, wie gesagt, also eigentlich habt ihr keine Wahl. Ich finde das sensationell. Ich denke mal, ich werde das für Tale of Kingdoms auf jeden Fall behalten. Ich finde das wunderschön. Macht mir richtig Spaß damit, das alles zu sehen, weil es sieht in meinen Augen wirklich sensationell gut aus. Diese Mischung aus hochauflösend und ja, aber irgendwie, es hat halt noch irgendwie diesen klassischen Look, der mir fehlt, einfach bei vielen Texture Packs. Es sieht halt irgendwie noch nach diesem Default, hallo, nach diesem Default Minecraft irgendwie noch so ein bisschen zumindest aus. Ich hole nämlich gerade aber noch mal Ressourcen ab. Genau. Damit ich schnell heute mal noch was im Königreich bauen kann und nicht einfach nur dann nur so ein bisschen an der Brücke gewerkelt habe. Ach ja, im Übrigen, was in den Comments noch stand, von wegen hier mit dem Schwert abbauen. Also ich habe schon mal das vorhin angetestet, gebe ich ja zu. So, hier. Funktioniert irgendwie nicht so gut, weil irgendwie ist der Block zerstört und ich weiß auch nicht, nach welchen Kriterien der das Ganze immer kaputt macht. Hiermit, aua, es tut mir weh, ist auch alles kaputt und also damit Zeug abbauen ist, glaube ich, nicht so der Hit. Würde ich jetzt glatt mal behaupten. Aber ich will schnell noch was bauen. Ich will auch heute in meinem Königreich vorangekommen sein. Jawohl. Hallo, werter Herr Baumeister. Achso, ich muss erstmal noch das Holz spalten. Hast du wenig nur? Gab nicht mal einen kompletten Stack? Nee, hä? Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, es reicht dann überhaupt, irgendwas bauen zu können. Ja, komm. Zumindest ein kleines Haus wird drin sein. Wunderbar. Ja, Holz habe ich jetzt leider keins mehr. Oh, ich sollte diesen Hammer aus der Hand nehmen. Nein. Nein. Ich nehme es einfach so raus. Nicht, dass ich hier Tod und Verderben bringe. Ja, oh, es ist wunderschön, wie es schneit und wie es ausschaut. Und trotzdem Gewitter, komisch. Egal. Das war's erstmal für heute für Deras kleines Königreich. Let's Play Tale of Kingdoms auf Deras Channel. Bleibt auf jeden Fall auf dem Laufenden zwecks unserer Gewinnspiele, die in nächster Zeit anstehen. Und ich würde sagen, bis demnächst. Tschö. Tschö.